Vielen Dank, Ines Arland, und damit willkommen und guten Morgen aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Hier, ja, tatsächlich geht es um was sehr Praktisches, um was sehr Konkretes an diesem Tag hier in Straßburg, um die Frage, mit welchen Autos fahren wir eigentlich noch ab dem Jahr 2035? Es ist die letzte, die allerletzte Entscheidung heute zur Frage, gibt es eigentlich noch Verbrennungsmotoren in der Europäischen Union, die zugelassen werden ab dem Jahr 2035? Und darüber diskutieren wir vorab hier bei Phoenix, und das mache ich nicht alleine, sondern mit Jens Giesecke, der hier ist für die CDU-CSU, verkehrspolitischer Sprecher. Guten Morgen, Herr Giesecke. Guten Morgen, Herr Steinhäuser. Und mit Michael Bloss für Bündnis 90 Die Grünen, Klima- und Industriepolitischer Sprecher. Herzlichen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Giesecke, haben Sie sich schon überlegt, wie Sie das machen ab 2035? Fahren Sie jetzt einfach Ihr Auto, bis es kaputt ist? Kaufen Sie sich jetzt noch einen neuen Verbrenner? Wie ist Ihr Plan? Die Frage ist, was 2035 ist. Es dürfen, wenn die Gesetzgebung heute so durchgeht, ab 2035 keine Verbrenner mehr zugelassen werden. Und die Gefahr, die natürlich dann da ist, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher 2035 dann ihre Autos lange fahren. Der sogenannte Havanna-Effekt, den sollten wir politisch verhindern. Aber ich denke, im Jahr 2035 wird es einen guten Mix geben von Verbrennungsmotoren, auch Elektromotoren. Am Ende muss Politik es nicht entscheiden, sondern der Verbraucher. Havanna-Effekt deshalb, glaube ich, weil man dann fürchtet, dass die Autos in Deutschland und in der EU wie auf Kuba nur noch so Oldtimer-mäßig tuckern. Das heißt, aber Sie fahren Ihren Wagen dann jetzt erstmal bis zu Ende. Also es ist nachhaltig, einen Verbrenner über einen langen Zeitraum zu fahren. Das mache ich aktuell. Und ich glaube auch, zumindest die nächsten 10 Jahre ist das ein gutes Modell. Okay. Für 10 Jahre ein Tipp. Wie halten Sie es, Herr Bloss? Haben Sie überhaupt ein Auto als Grüner? Ich habe kein Auto, ich habe ein Share-Mobility-Abonnement, das heißt also, ich kann mir immer eins leihen, aber das ist ja wirklich nicht richtig, es wird keinen Havanna-Effekt geben, das war wegen Sanktionen, es gibt ja keine Sanktionen, wir sehen ehrlich gesagt das Gegenteil, wir sehen, dass jetzt mehr Leute jetzt schon Elektroautos kaufen, wir sehen, dass die Automobilhersteller viel ambitionierter sind als die Gesetzgebung, Mercedes-Benz sagt ab 2030 keine Verbrenner mehr, also 2035 ist schon ein sehr spätes Datum, auch unter Klimaaspekten, und die Realität ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher E-Mobilität wollen und schon viel früher einsteigen. Das, was Verbraucherinnen und Verbraucher wollen, hängt ja immer ein bisschen davon ab, wie ist der Weg zur Arbeit, wie kommt man da hin. Wenn Sie jetzt auf das schauen, was hier heute beschlossen wird, vielleicht gehen wir da noch mal kurz rein. 2035, kein Verbrenner mehr ohne Ausnahme, oder gibt es noch Ausnahmen dann? Also erstmal ist wichtig, also keine Neuzulassungen von Verbrenner. Das heißt also, diejenigen, die dann noch ein Verbrennerauto haben, die werden nicht enteignet. Zweitens, ja wirklich, es steht im Gesetz drin, am Auspuff gemessen darf kein CO2 mehr rauskommen. Das heißt, da sind auch keine E-Fuels dabei. Jetzt gibt es manche, ja zum Beispiel von der FDP, die sagen, ja, aber die E-Fuels bestehen weiter. Das stimmt nicht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es stimmt erstens nicht, weil diesen Satz, den die da immer referieren, der steht nicht im Gesetz. Zweitens stimmt es nicht, weil in diesem Satz drin steht, die Ausnahmen könnten gelten für alles, was nicht dieses Gesetz betrifft. Das sind dann vielleicht noch Rettungswagen, aber die PKWs, die große Zahl der PKWs, die Vans, da wird es keine Verbrenner mehr geben. Ich glaube, da stimmen wir sogar überein, die CDU und die Grünen, dass das Ende des Verbrenners bedeutet und keine E-Fuels mehr. Ich glaube, Sie stimmen deswegen dagegen, ich stimme deswegen dafür. Mhm. Haben wir das auch schon geklärt, wer heute wie abstimmt? Auf die synthetischen Kraftstoffe, diese E-Fuels, schauen wir gleich noch. Herr Giesecke, was jetzt diese Regelungen betrifft, auch die Herr Bloss gerade angesprochen hat, sind das genug Ausnahmen oder hätten Sie gerne mehr Ausnahmen? Nein, ich glaube, wir brauchen keine Ausnahmen. Wir brauchen jetzt eine klare Regelung. Wir haben aber als EVP heute die Position, gegen das Trilogergebnis zu stimmen, weil wir denken, ein technologieoffener Ansatz, eine Möglichkeit nicht, die Politik schreibt etwas vor, sondern am Ende entscheidet die Industrie und der Verbraucher, was gekauft wird. Das ist bedeutend besser. Und natürlich kann man sagen, Elektromobilität funktioniert jetzt gerade. Nur zur Wahrheit gehört natürlich, dass bei der Elektromobilität die EU-Kommission von einem Strompreis von 4 Cent ausgegangen ist und wir durch
durch jetzt Ukraine-Krise und Inflation natürlich auch viel höhere Strompreise haben. Und das führt dann im Ergebnis dazu, dass Elektromobilität auch viel teurer wird. Also am Ende muss es einen Wettbewerb geben zwischen den verschiedenen Transportmodi. Und ich bin dagegen aus grundsätzlichen Erwägungen, dass wir etwas verbieten. Ich glaube an die Marktwirtschaft, an die Kraft der Ingenieurskunst. Und am Ende ist ein wesentlicher Punkt, den hat Herr Bloss gerade angesprochen, wir werden im Jahr 2035 über 200 Millionen Bestandsfahrzeuge haben. Warum sollten die nicht auch mit CO2-neutralen Kraftstoffen betankt werden können? Da sollten wir keine Einschränkungen machen. Bei den Bestandsfahrzeugen würden Sie gerne Ausnahmen haben? Bei den Bestandsfahrzeugen, genau. Und ich würde natürlich auch gerne einen etwas breiteren technologieneutralen Ansatz haben und nur eine Reduktion von 90%. Ich glaube, dass die Kommission, die heute neue Vorschläge machen wird bei den schweren Nutzfahrzeugen, da geht es schon in die Richtung. Also halten wir noch mal fest, heute die Entscheidung, da geht es um Pkw und kleinere Nutzfahrzeuge. Genau. Die Frage der Lkw, die ist noch offen, wie die EU damit umgehen wird. Herr Bloss, wenn Sie das hören, auch was die CDU Ihnen da vorhält, sind Sie technologiefeindlich? Ich finde Technologieoffenheit eine gute Sache. Ich bin aber nicht, also wir sollten aber nicht das Steuergeld einfach so ausgeben für Dinge, die ineffizient sind und deshalb keinen Sinn machen. Da muss man einfach aufpassen. Und wenn man sich eben anschaut, die E-Fuels, die sind, also sozusagen, man kann mit einer Windkraftanlage kann man 1600 E-Fahrzeuge betreiben und 250 E-Fuel-Fahrzeuge. Es ist einfach unglaublich ineffizient. Warum sollten wir jetzt das fördern, was extrem teuer sein wird in der Zukunft, während die Elektromobilität günstig sein wird? Da muss man auch verantwortungsvoll mit dem Steuergeld umgehen. Das entscheidende Kriterium wird aber für Sie sein, da kommt kein CO2 mehr aus dem Auspuff raus. Die Gesamtbilanz auch der Produktion zum Beispiel eines E-Fahrzeugs, wo ja auch CO2 entstehen kann, das betrachten Sie dann dabei nicht? Doch, natürlich. Wir wollen ja klimaneutral werden und zwar so schnell wie möglich. Und das bedeutet, dass wir die gesamte Industrie dekarbonisieren wollen. Das geht vom grünen klimaneutralen Stahl bis hin zum grünen erneuerbaren Energien, Strom, die dann sozusagen diese Werke betreiben. Also natürlich muss die ganze Produktionskette klimaneutral werden. Aber eben auch das Auto im Verkehrsbereich, da haben wir in den letzten 20 Jahren extrem viel verpasst. Die Klimabilanz des Verkehrsbereichs ist verheerend. Und da muss jetzt endlich mal was kommen. 2035 ist schon eigentlich zu spät für das, was wir für den Klimaschutz erreichen wollen. Gut, dass es jetzt kommt. Worauf ich hoffe, ist, dass die Bürgerinnen und Bürger viel schneller die E-Fahrzeuge annehmen, als dass das die Gesetzgebung es vorschreibt. Also man hofft darauf, dass die Bürger von alleine umsteigen. Herr Giesecke, braucht es dann diese Entscheidung heute, diese finale Verbrenner-Aus-Deadline für 2035 wirklich? Oder würden Sie sagen, gibt es auch andere Möglichkeiten, die Klimaziele, die wir ja auch verabschiedet haben, die ja auch verbindlich beschlossen sind innerhalb der EU, die Klimaziele anders zu erreichen? Also ich glaube, dass wir einen festen Rahmen setzen sollten als Politik und Vorgaben machen, um die Klimaziele zu erreichen. Aber dann die Industrie die Möglichkeit hat, umzusetzen, wie das passiert. Und insofern ist dieses Verbrennerverbot heute nicht notwendig, sondern eine Überregulierung, weil am Ende, wenn der Verbraucher die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen guten Produkten zu entscheiden, dann kann das die Klimaneutralität auch garantieren. Insofern ist heute der Ansatz, ein Verbot zu machen, wirklich überflüssig. Die CDU-CSU-Gruppe ist überhaupt nicht gegen Elektromobilität, sondern wir sind dafür, dass der Markt das entscheidet und am Ende der Verbraucher. Das ist unsere Position. Dann werden die Klimaziele weiter gerissen? Nein, die werden nicht gerissen. Wir haben ja auch andere Instrumente zum Dekarbonisieren. Gerissen. Wir haben zum Beispiel den Emissionshandel, wo der Emissionshandel, da haben die Grünen dagegen gekämpft. Wir sind dafür, dass auch im Verkehr der Emissionshandel eingeführt wird, ein marktwirtschaftliches Instrument. Und das ist doch der Anreiz über Innovation und nicht über Verbote. Diese Verbotsrhetorik ist immer sehr interessant. Aber am Ende ist es ja nicht nur eine Frage, wie regulieren wir CO2-Pkw, sondern es hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation in Europa. Wir werden möglicherweise im Bereich der Verbrennungstechnologien über 600.000 Arbeitsplätze verlieren. Und das sind natürlich auch Fragen, die wir uns stellen müssen. Ist das wirklich notwendig? Diese Elektrifizierung mag ja auch für Europa eine Lösung sein, aber sie wird ganz sicher nicht
global ein Exportschlager. Und insofern, wenn der Verbrennungsmotor eine Zukunft hat, dann hat er sie, aber eben nicht in Europa. Und das ist aus der Perspektive, dass wir über 5 Jahrzehnte sehr erfolgreich bei der Verbrennungstechnologie waren, eine bittere Entscheidung heute, dass wir diesem Verbrenner die rote Karte zeigen. Herr Bloss, ist es denn wirklich dann sinnvoll, selbst wenn man sagt, man muss die Klimaziele einhalten, wenn Sie hören, was Herr Giesecke hier schildert, Audi und Mercedes und BMW in Deutschland zu verbieten, den Verbrenner zu bauen und damit deutschen Konzernen sozusagen vorzuschreiben, was in Deutschland noch verkauft wird, während andere Konzerne in den USA, in China und in Japan aber diese Verbrenner weiter mit großen Absatzzahlen produzieren? Also erstens, die Automobilkonzerne machen das schon von ganz alleine und früher, als es das Gesetz vorschreibt. Zweitens, am Wochenende habe ich den Spiegel gelesen. Das war eine wunderbare Szene, wird dort geschildert von Klaus Töpfer, CDU. Früherer Umweltminister. Früherer Umweltminister, der sagt da auf der Klimakonferenz der CDU, dass er wahrscheinlich nicht mehr zu dieser Partei passt. Denn als er Umweltminister war, da hat er alles ohne Preisschild und mit Regulierungen, mit Ordnungspolitik gemacht. So kann man auch Umweltpolitik machen, die ist zum Teil sogar günstiger. Deswegen finde ich, das ist jetzt wichtig, ist auch wichtig, dass wir eine Klarheit haben für den Automobilstandort Europa, dass es jetzt in diese Richtung geht. Wir waren als Automobilstandort weit im Hintertreffen bei der Batterietechnologie, da sind wir nicht mitgekommen. Da muss jetzt die ganze Energie reingehen. Und wenn wir das schaffen, ja, dann bleibt dieser Automobilstandort Europa bestehen und dann sichern wir die Arbeitsplätze. Detroit ist ja nicht deswegen irgendwie kaputt gegangen, weil dort der Verbrennermotor verboten worden ist, sondern weil sie einfach nicht mehr innovativ waren, weil sie nicht mehr an der Weltspitze waren. Und das müssen wir jetzt wieder schaffen. Und diese Abstimmung heute, da geht es darum, den Automobilstandort für die Zukunft zu sichern. Das heißt, Sie haben keine Sorgen vor den Arbeitsplatzverlusten? Nein, andersrum ist es doch der Fall. Wir müssen jetzt diese Modernisierung in der Automobilindustrie vorantreiben, damit wir weiterhin ganz vorne in der Weltspitze sind, damit wir weiterhin die besten, die modernsten Autos bauen, die reichweichenstärksten Batterien. Das sichert Arbeitsplätze. Wenn man in der Vergangenheit bleibt, wie Herr Giesecke das möchte, dann werden diese Arbeitsplätze verloren gehen. Ich glaube, er ist nicht überzeugt, wenn ich ihn richtig deute. Also in der Theorie klingt das sehr gut, Herr Kollege Ploss. Nur der Punkt ist doch folgender. Uns werden jetzt viele Arbeitsplätze versprochen, auch im Bereich der Elektromobilität. Und wir sind ja auch dafür, dass Elektromobilität auch eine Zukunft in Europa hat. Nur schauen wir uns doch mal die Wirklichkeit an. Ich komme aus Niedersachsen. Und Volkswagen wird ganz klar in All Electric gehen. Nur die Frage Wertschöpfung und Batteriezellproduktion. Der CEO von Volkswagen hat im November letzten Jahres erklärt, der ideale Standort für eine Batteriezellproduktion ist aus meiner Perspektive leider nicht Emden, Osnabrück oder Wolfsburg, sondern ist Kanada. Weil die Batteriezellproduktion dann nach Kanada geht oder jetzt durch die amerikanische Subventionspolitik, durch den Inflation Reduction Act, gehen diese Batteriezellproduktionen nach Amerika. Das heißt, diese Zukunftsarbeitsplätze, die Sie hier haben, werden in anderen Teilen entstehen und nicht in Europa. Und das ist ein strukturelles Problem. Auf der einen Seite Ausverkauf Verbrennungstechnologie, auf der anderen Seite neue gute Jobs, die ich auch gerne in Europa hätte. Die sind dann leider in Kanada oder in Amerika. Und das ist wirklich ein Problem, in das wir da hineinlaufen. Wollen Sie noch kurz reagieren, Herr Bloss? Ja, natürlich sind die nur in Kanada und Amerika, wenn wir jetzt nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Und der große Vorteil von Europa ist eben die Innovationskraft, sind die guten Ingenieurinnen und Ingenieure, die etwas herstellen können. Und auf diese Modernisierung, da setze ich drauf. Das verbieten Sie ja. Und wenn Herr Giesecke an der Verbrennungstechnologie festhalten will, dann ist das eben genau das Rezept, damit hier keine Arbeitsplätze mehr bestehen, weil das ist einfach eine Technologie der Vergangenheit. Es ist in gewisser Weise ein Blick in die Glaskugel. Er warnt, Sie beschwichtigen, was die Arbeitsplatzverluste betrifft. Also Blick in die Glaskugel. Ich finde ja, wenn man sich anschaut, wohin die Märkte einfach gehen. Ja, Mercedes macht das jetzt ja nicht, weil die irgendwie gute Menschen sind und das Klima schützen wollen, sondern die Märkte bewegen sich alle in Richtung Elektromobilität. Und wenn Europa da nicht ganz vorne mit dabei ist, dann wird es hier einfach nicht mehr produziert werden. Und deswegen brauchen wir jetzt eine Klarheit und dafür stimmen wir heute ab.
eine Klarheit, über die Sie heute abstimmen. Allerdings wird es kleinere Ausnahmen geben. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, zum Beispiel für Feuerwehrfahrzeuge, für Krankenwagen sind auch weiter Verbrenner möglich. Auch im Bereich dieser synthetischen Kraftstoffe, die sogenannten E-Fuels, die zumindest im Gesamtzyklus ja klimaneutral sind, auch wenn sie CO2-Ausstoß haben. Die FDP, mit denen die Grünen ja auch regieren, in der Ampel in Berlin, haben immer sehr darauf gedrungen, dass diese E-Fuels drin bleiben in der Rechnung. Jetzt sagen Sie, sie bleiben nicht drin in der Rechnung heute, sondern mit der Entscheidung heute hier in Straßburg sind auch die E-Fuels weg. Setzen Sie gerade eigentlich hier in Straßburg den Koalitionspartner in der Ampel vor die Tür? Nein, überhaupt nicht. Wir setzen genau das um, was auch im Koalitionsvertrag steht. Da steht drin, dass wir die Fit for 55, den Green Deal der Kommission unterstützen. Und die Kommission hat das genau so vorgeschlagen. Also von daher ist es genau das, was wir miteinander vereinbart haben. Und auf die E-Fuels zurückzukommen, die E-Fuels werden immer viel, viel teurer sein als die Elektromobilität. Deswegen macht es auch einfach Sinn, jetzt auf die Elektromobilität zu setzen. Wir wollen ja nicht, dass die Mobilität in der Zukunft teuer ist. Wir wollen, dass sie für alle erschwinglich ist. Und dafür setzen wir jetzt die Leitlinien. Sie setzen die Leitlinien, aber nochmal die Nachfrage. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hatte immer darauf bestanden, dass auch die E-Fuels geprüft werden, dass es eine Möglichkeit bleibt, die auch weiter in Verbrennern einzusetzen. Wenn Sie das heute ausschließen, stellen Sie sich hier auch gegen den deutschen Verkehrsminister. Ja, das ist richtig. Wir stellen uns gegen diese Forderung, dass die E-Fuels hier weiterhin eine Zukunft haben im Pkw-Verkehr. Das ist aber auch gut so und das ist richtig. Und da ist die FDP eben auf dem falschen Dampfer. Sie muss in Richtung E-Mobilität gehen. Und wir sind ja nicht als Regierungskoalition immer eine Meinung, sondern wir sind aus unterschiedlichen Parteien. Und da haben wir uns jetzt durchgesetzt. Die Grünen haben sich durchgesetzt. Herr Giesecke, ist das jetzt eine Niederlage für die Ampelkoalition in Berlin, die Sie hier aus Straßburg so empfinden? Weil Herr Wissing hat ja bisher immer darauf bestanden, dass das noch geht. Also ich hätte mir gewünscht, dass die FDP erfolgreicher ist. Man hat sich ja auch in Deutschland gefeiert für diesen rechtlich unverbindlichen Erwägungsgrund, so heißt der technisch, für die E-Fuels. Aber das ist eben nicht mehr als ein Prüfauftrag an die Kommission. In der Substanz, wenn wir heute Mittag, was ich nicht hoffe, das Verbrennerverbot bestätigen, dann hat Herr Kollege Bloss recht, dass wir keine Anrechnungsmöglichkeiten für E-Fuels haben. Das heißt, Frau Lemke als Umweltministerin hat sich durchgesetzt. Es gibt einen anderen Koalitionsvertrag, aber der wird offensichtlich dann an dieser Stelle sehr grün interpretiert. Grün interpretiert und die FDP hat da was, was sie vielleicht schlucken muss als Kröte. Rechnen Sie denn damit, dass es da in Deutschland Ausnahmen dann auch geben wird mit E-Fuels? Oder ist das auch so, wie Herr Bloss sagt, sehen Sie das im Prinzip genauso wie die Grünen, dass das damit vom Tisch ist, mehr oder weniger? Also bei der Flottenregulierung ist es so, wir haben nun eine Regulierung, die europaweit gilt. Und da sind für weitere Ausnahmen, bis auf jetzt Spezialfahrzeuge, die sind genannt worden, so Krankenwagen, Feuerwehrwagen und so, sind da keine Ausnahmen vorgesehen. Insofern gilt das dann für alle Fahrzeuge ohne weitere Ausnahmen. Das gilt für alle Fahrzeuge ohne weitere Ausnahmen, sagt Jens Giesecke. Da zumindest sind Sie sich einig, Grüne und Schwarze hier beim Europatalk bei Phoenix. Herzlichen Dank, Jens Giesecke. Geht los. Herzlichen Dank, Michael Bloss, hier in diesem Gespräch bei uns an diesem Morgen live aus Straßburg. Und das EU-Parlament, das diskutiert jetzt und zwar über diese Emissionsnormen, diese CO2-Emissionsnormen für Pkw und kleinere Nutzfahrzeuge. Es ist die letzte, die allerletzte Abstimmung in dieser Frage. Gibt es noch Verbrenner in der EU, die neu zugelassen werden ab 2035? Wir zeigen Ihnen jetzt hier live die Debatte.